Und das läuft einem eiskalt den Rücken runter. Und es gibt noch eine andere Sache, die einem eiskalt den Rücken runterläuft, wenn man sie auf seinen Rücken schmiert. Das ist Eis. Und damit kommen wir mit der besten Transition der Welt. Es sei denn, du wolltest noch was dazu beitragen. Nee, ich war fertig damit. Die hast du doch safe vorher aufgeschrieben, oder? Das kommt doch nicht einfach so live. Nein. Ich spüre den Spirit einfach, dann kommt das. PS, es gibt Lieblingseis, ist ein Buch von der Autorin, also so wird das hier geschrieben in dem Unterrichtsmaterial von wieder einmal Queer-Format. Auch mit vor der Partie war hier Bi Berlin und die IGSV, die Initiative Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Ein sehr griffiger Name. Das ist die heilige Dreifaltigkeit der Schwulitäten aus Berlin. Alles unter Schritt der Senatsverwaltung. Die haben dieses Unterrichtsmaterial hier gemacht, in dem steht, dass die Autorin Lucy Loder verantwortlich ist für PS, es gibt Lieblingseis. Und gestoßen bin ich mal wieder durch das Regenbogenportal darauf. Ich bin mittlerweile eigentlich wöchentlich auf dem Regenbogenportal. Hat bisher 1,5 Millionen Euro gekostet. Die verlinken da vor allem Material dieser Art und schreiben so ganz, ganz kurze Artikel selber. Ich weiß nicht, wie genau man dafür solche fucking Summen verbrennt, aber sie kriegen es offenbar kontinuierlich hin. In der Regel irgendwie so 300.000, 400.000 Euro im Jahr, was sie da verbraten. Ich glaube, der Kaffee-Vollautomat in der Kantine, der muss ja auch irgendwie laufen. Die haben bestimmt geile Macs da rumstehen, irgendwie MacBook Pros irgendwie für jeden Redakteur dort, der da seine drei Zeilen schreibt. Das, wie gesagt, das Geld muss ja irgendwo herkommen dafür. Ist ja wichtig. Ja, ich meine, es ist richtige Arbeit, was die da leisten, ne? Und das muss auch honoriert werden. Und zwar offenbar hoch. Ich wüsste auch gerne mal, wie viele Leute die angestellt haben, auf die sich dann diese 1,5 Millionen da verteilen. Die haben safe ihre eigene Immobilie. Ja, 100 safe, pro. Safe. 100 pro. Und das ist auch, wie gesagt, das ist eine Goldgrube. Schaut mal ins Regenbogenportal. Also, ja. Gerade die Unterrichtsmaterialien, ne? Da fällt man immer vom Glauben ab. Mhm. Angefangen bei Kita. Und auch hier soll es wieder an die ganz Jungen gehen, ne? Der Hauptcharakter in diesem Kinderbuch ist 6 Jahre alt und wurde gerade eingeschult. Und empfohlen wird dieses Buch für Kinder ab dem 4. Lebensjahr. Jedenfalls geht es darin um einen Bella, denn Bella ist intergeschlechtlich und will mit männlichen Pronomen angesprochen werden. Und der Name mit dem Lieblingseis rührt daher, dass nachdem Bella an eine neue Schule, ich glaube, eingeschult wird, erstmalig an eine Schule kommt und da irgendwie nicht gut behandelt wird, die kommen da irgendwie nicht auf seine Intergeschlechtlichkeit klar, dann kommt der Vater von Bella da an die Schule und erklärt das Ganze mittels Eis. Er fragt da in die Runde, wer mag Schokoeis und wer mag Erdbeereis? Und da stehen die meisten Kinder in der Mitte, die sollen offenbar immer nach links oder rechts gehen, je nachdem, welche Möglichkeit sie präferieren, weil sich nur wenige für eine der beiden Sorten entscheiden können. Gut, dass es so viele Eissorten gibt, sagt Edith. Alle Kinder nicken. Wirklich nicht so einfach mit den zwei Gruppen, ergänzt Alex nach einer kurzen Pause. Wie bei Bella, meint Tarek. Ich weiß nicht, ob das unser Tarek ist. Auf jeden Fall gibt es in diesem Buch auch einen Tarek. Also auf kulturelle Vielfalt ist geachtet. Ja, aber ist doch auch egal, ob Junge oder Mädchen oder beides, findet Vlad. Wieder nicken und alle lachen. Wahrscheinlich, dass sie da einen Vlad untergebracht hat. Wladimir. nach den neuesten Vorkommnissen wird sie sich da auch in den Arsch beißen. Aber es wird da quasi gleichgesetzt mit Lieblingseissorten. Ne? Es gibt so viele Geschlechter, wie es Eissorten gibt. Und es ist halt rein arbiträr, rein künstlich, wenn man davon ausgeht, entweder ein Mann oder eine Frau zu sein. Tatsächlich, dazu kommen wir auch später noch, gibt es nicht mal wirklich Männer oder Frauen, sondern dann haben sich halt Leute in ein festes Schema gezwängt, aber eigentlich gibt es so viele Geschlechter wie Menschen auf der Welt. Finde ich aber ein bisschen eng gefasst, also es gibt bestimmt noch mehr. Ja, es gibt noch ganz viele theoretische Geschlechter. Es gibt so viele Geschlechter, wie theoretisch jemals Menschen geboren werden könnten auf der Welt. Das ist ja, wir sind ja an dem Punkt angelangt, wo eigentlich eine Vorliebe oder ein Wesenszug von dir, der vielleicht femininer oder maskuliner ist, dazu reicht, um dich als dein eigenes Geschlecht zu fühlen. Soweit sind wir, ne? Wie du schon immer gesagt hast, ich mag Lachs und ich schwimme gerne, dann bin ich ein bisschen ein Fisch. Ja? So einfach kann es gehen. Also es ist natürlich Schwachsinn, es gibt nur Männer und Frauen, ne, für die im Chat. Es gibt so viele Grade von Fischsein, ne? Jeder Mensch stellt einen eigenen Grad von Fischsein dar. Klar. Zum Beispiel, ich bin jetzt kein großer Fan von Algensalat, aber ich schwimme hin und wieder. Ich bin halt so ein klein bisschen ein Fisch. Ne? Aber es gibt Leute, die sind auch weniger ein Fisch und es gibt Leute, die sind mehr ein Fisch als ich.
Absolut, absolut. Erkennt man auch am Händedruck, wenn ihr so jemanden die Hand schüttelt und der gleitet so. Ne, ihr kennt das. Ne? Also wenn jemand nicht vernünftig die Hand gibt, der ist zur Hälfte Fisch in der Regel. Also bitte mit den richtigen Pronomen ansprechen. In diesem Unterrichtsmaterial ist eigentlich ganz gut, dass wir schon bei Tieren sind. Unter Abschnitt 2, es gibt mehr als Junge und Mädchen, entdecken wir dann ebenfalls ein Buchstabenrätsel mit Tieren, das gelöst werden soll. Also da soll man dann spielerisch rangehen. Und dann soll thematisiert werden, dass es Intergeschlechtlichkeit bei Pflanzen und Tieren ebenso wie bei Menschen gibt. Das würde ich so interpretieren, dass damit dann halt eine Art biologische Richtigkeit von dem, was da den Kindern beigebracht wird, suggeriert werden soll, halt auf der kindlichen Ebene. Ne? Einem Erwachsenen kannst du schwer damit kommen, aber für Kinder kann das dann irgendwie überzeugend sein. Ist aber ein zweischneidiges Schwert offenbar, denn dabei muss auch aufgepasst werden, dass ein direkter Vergleich von zum Beispiel Schnecken und Menschen vermieden wird. Das wäre dann wahrscheinlich wieder zu biologistisch. Absolut, absolut. Ich denke nämlich gerade darüber nach, nur weil es Dinge im Tierreich gibt, heißt es nicht, dass das gut ist oder dass das auf uns zutrifft. Vögel können fliegen. Kannst du fliegen? Gorillas vergewaltigen sich gegenseitig bei Revierkämpfen. Sollten wir uns jetzt deswegen, um einfach mal zu zeigen, wer hier die dicksten in der Hose hat, sollten wir uns deswegen dann gegenseitig kulturell bereichern? Ich glaube nicht. Und Pflanzen können ihr Geschlecht ändern. Definitiv. Das ist eigentlich genau das, was Sie normalerweise als einen naturalistischen Fehlschluss bezeichnen würden. Ne? Ja, das ist auch, also Pflanzen haben viele Geschlechter. Da gibt es nicht nur männlich und weiblich. Eine Pflanze kann auch gegebenenfalls, es kommt auf die Pflanze an, ihr Geschlecht ändern, je nachdem, wie es halt opportun ist, evolutionstechnisch. Aber wir können nicht einfach unser Geschlecht ändern. Uns wächst nicht, wenn wir merken, oh, hier sind nur Männer. Und ich bin selbst ein Mann und ich möchte mich fortpflanzen, dir wächst dann nicht auf einmal eine Vagina auf dem Rücken. Das passiert nicht. Bei Pflanzen schon. Aber bei Menschen nicht. Also nur weil es etwas ist. Wie gesagt, der Vergleich, ich denke, ich habe es jetzt totgeritten. Es funktioniert so nicht. Auf jeden Fall, Sie finden dann Dinge, die dem Menschen natürlich sehr nah sind, um diese Logik den Kindern nahe zu bringen, und zwar Plattwürmer. Diese besitzen offenbar meistens männliche und weibliche Geschlechtsorgane. Viele Arten leben im Meer und sind leuchtend bunt. Ne? Das ist ja schon fast poetisch. Da muss man ja an den Regenbogen denken. Und Korallen, die lange für Pflanzen gehalten wurden, aber offenbar Tiere sind, sie leben unter Wasser und können gleichzeitig männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale haben. Was hat das mit irgendwas zu tun? Das sind Lebensformen, die sind biologisch offenbar in vielen Fällen oder den meisten Fällen beide Geschlechter gleichzeitig. Aber ihr präsentiert uns hier nicht gerade, keine Ahnung, den Missing Link zwischen Affen und Menschen. Irgendwas, was nah an uns dran wäre. Wir sind ja keine fucking Plattwürmer. Also was zum Teufel hat das zu tun mit uns? Ja. Und warum geben Sie das den Kindern als irgend so ein Ausschnittsmaterial? Sollen sie sich dann irgendwie es gibt übrigens schwule Plattwürmer, Karte falten können und in der Hosentasche immer bei sich führen? Oder ich verstehe nicht, was zum Krieg das soll. Das ist, wenn du in eine Debatte gerätst mit irgendeinem Schwurbler, der sagt, es gibt noch Frauen und Männer, dass du dann so sagen kannst, na ja, aber die Plattwürmer und die Korallen, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Hier, schau mal. Ich kann mir wenige nicht tierische Lebensformen vorstellen, die weniger nah oder die weiter entfernt sind vom Menschen als Plattwürmer und Korallen. Korallen. Ja, man muss ja irgendwie, die Kinder irgendwie erreichen. Ich fürchte halt, bei Kindern wird das ziehen. Ne? Bei Kindern wird das dann so eine Wissenschaftlichkeit und auch biologische Verankerung von dem Rest, den sie da erzählen. Genau, ich spring noch mal zurück hier. Wo war's? Zielgruppe? Für Kinder ab dem 4. Lebensjahr. Genau, das ist die magische Zahl. Also ab 4 wollen sie immer die Kinder haben. Das haben sie auch genauso gemacht mit Julian ist eine Meerjungfrau. Ja, also macht es nicht, aber ihr könntet theoretisch einem Kind mit 4 Jahren erzählen, ey, du magst die frische Luft, du wolltest schon immer fliegen, probier's doch mal. Vögel können das auch, sieht man hier in der Natur. Siehst du, wie die fliegen? Schau mal, versuch doch mal. Na, also es ist höchst gefährlich. Ist höchst gefährlich, weil sich dann Kinder eventuell, ne, du weißt ja, wie es ist, ne, Lupron zum Beispiel verabreichen lassen dann irgendwann, wenn sie die Vorstellung haben, ihr Geschlecht wäre zu ändern. Soll ich euch was sagen? Korallen und Plattwürmer brauchen kein Lupron. die brauchen keine Hormone. Das passiert selbst bei denen. Kommt dann irgendwann so eine Koralle vorbei mit einem Arztkittel und einer Axt, um denen die Axtwunde zu verpassen? Oder man weiß es nicht.
Naja, auf jeden Fall gibt es hier auf dem nächsten Slide etwas, was ich einfach nur lustig fand. Und zwar zum einen überhaupt, dass sie es machen und dann die Inkonsistenz. Die SchülerInnen bearbeiten A4, Wünsche an einen Freund, an meine FreundInnen. Bei der anschließenden Präsentation wird der Aspekt der Gegenseitigkeit von FreundInnenschaft herausgearbeitet. Sie haben hier die Freundschaft gegendert, allerdings nur einmal. Beschreibt, was euch selbst als FreundIn auszeichnet. Was könnt, möchtet ihr in einer Freundschaft tun? Keine FreundInnenschaft. Dafür hat es nur einmal gereicht. Da ist, ja gut, da wollte man ein bisschen das Aufwartenfenster noch ein bisschen einmal so mit einem richtig krassen Schlag der Toleranz gewaltvoll aufweiten und die deutsche Sprache praktisch komplett vergewaltigen. Freundinnenschaft. Kennt ihr das? Also wenn eine Frau über Freundschaft redet, dass sie sagt, ja, meine Freundinnenschaft mit Gabriele, die ist super gut. Oder mit Gabi, so meine Freundinnenschaft. Freundschaft. Also ich bitte dich mal, wollen wir jetzt alles gendern oder was? Ja. Also wenn es nach den Leuten geht, ja. Das ist ja auch das Ding. Die könnten heute den Siegeszug antreten zu einem Punkt, wo Tichis und Junge Freiheit und so weiter alle beginnen zu gendern. Und dann würden sich halt den nächsten Scheiß ausdenken. Ne? Dann braucht man irgendwie zweimal in. Oder dieses und dieses Wort, was überhaupt keine Geschlechtlichkeit hat, muss dann auch irgendwie gegendert werden. Mhm. Es würde halt nie genug sein, weil diese Leute leben, um ihren Kreuzzug zu führen. Der Kreuzzug kann nicht vorbei sein. Der wird immer weitergehen. Ja, aber ist doch schön. Also im selben Zug zerstört man die deutsche Sprache und damit ein Stück deutsche Identität. Und das ist ja jetzt auch nicht gegen die Motivation dieser Menschen. Warum dann nicht die Freundinnenschaft, meine lieben Freunde? Ja, im nächsten Slide wird dann dazu angewiesen, erstmal die Kinder zu fragen, ob es Situationen gibt oder sie sollen welche nennen, in denen die Kinder in der Schule in Jungen und Mädchen eingeteilt werden. Und ist das nicht scheiße? Könnte es nicht auch anders sein? Und dann soll man offenbar erstmalig das Konzept eines sozialen Geschlechtes neben einem biologischen mit hineinbringen. Ne? Bisher wurde ja quasi suggeriert, das ist einfach biologisch so. Wir sind halt Plattwürmer und Korallen oder irgendwas dazwischen und können unser Geschlecht biologisch wechseln, wie es halt gerade passt. Und jetzt kommt man mit dem sozialen Geschlecht, also genau dem, was ich immer meine, mit dem ich schwimme gerne und esse gerne Algensalat, also bin ich ein bisschen ein Fisch. Ne? Diese Abkoppelung von allem Realen und das Geschlecht, das einzig zwischen den Ohren existiert und das per Selbstbeschreibung, per Selbstidentifikation geändert werden kann, während sagt, ich identifiziere mich jetzt als weiblich, was genauso bedeutend ist, wie wenn ich sagen würde, ich tue jetzt so, als wäre ich X, weiblich oder männlich. Und dann hast du es so zu akzeptieren, egal wie gut ich das tue, das zu tun. Ja. Wir werden gleich auch noch dazu kommen, dass alle ihre eigenen Pronomen verdienen und dass man dem auf jeden Fall Folge leisten muss. Hier wird es jetzt sehr interessant. Hier kommen sie zu Anweisungen, was man denn antworten soll, wenn Kinder etwas Bestimmtes fragen zu diesem Buch. Gespräche mit Kindern über Bella und Intergeschlechtlichkeit. Im Folgenden finden sie einige Hinweise, wie sie Fragen von Kindern zum Buch und zum Thema Intergeschlechtlichkeit besprechen können. Denken sie daran, dass möglicherweise auch ihre Klasse oder in ihrer Klasse ein intergeschlechtliches Kind ist, ohne dass sie davon wissen. Sie haben da eine komische Rechnung von wegen, irgendwie jedes, unter 100 gibt es 2 intergeschlechtliche Kinder oder so, die wissen es nur noch nicht und da muss man halt Rücksicht drauf nehmen. Jedenfalls könnte es ja sein, dass ein Kind fragt, woran sieht man, dass ein Kind weder Mädchen noch Junge ist? Und jetzt wird es in der Antwort, die vorgeschlagen wird, für den Erziehungsberechtigten oder halt den Lehrer da, sehr, sehr mantraartig. Man kann keine Menschen sicher von außen das Geschlecht ansehen. Zum Beispiel ist das Zugehörigkeitsgefühl zu einem Geschlecht, also die Geschlechtsidentität, nicht immer passend zu dem körperlichen Geschlecht. An der Kleidung oder dem Lieblingsspielzeug sind das Geschlecht eines Kindes nicht zu erkennen. Das gilt auch für intergeschlechtliche Menschen. Manche intergeschlechtliche Kinder tragen gerne Röcke und manche gerne Hosen. Manche intergeschlechtliche Menschen fühlen sich männlich oder weiblich. Manche sagen, dass sie beides sind oder dass sie sich intergeschlechtlich fühlen. Körper von Mädchen sind sehr unterschiedlich, Körper von Jungen sind sehr unterschiedlich, Körper von intergeschlechtlichen Menschen sind sehr unterschiedlich. Also eine einzige undefinierbare Soße soll man da von sich geben, die eigentlich auf nichts hinausläuft. Ne? Man kann über nichts irgendetwas sagen, nichts ist ein Anzeichen für irgendetwas, tut einfach so, als wärt ihr blind und taub und geht von nichts aus. Da es so viele Möglichkeiten gibt, können wir nicht wissen, wie Bella nackt aussieht. Ich weiß nicht, ob die Kinder jetzt unbedingt das fragen würden. Mhm. Es geht hier um direkt nach der Einschulung, ne? Und das Kind ist ab 4 empfohlen. Vielleicht sieht Bella ähnlich aus wie die anderen Mädchen. Vielleicht sieht sie aus wie andere Jungen. Oder vielleicht wie Junge-Mädchen. Das soll die Antwort sein an das Kind. Um Gottes Willen, Alter.